Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Plug Inc. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Offenkundig kann ich immer noch keinen genetischen Code hinzufügen, ist aber gar nicht schwierig. Ihr Cheats gibt in diesem Spiel tatsächlich. Aha, cool. Wir machen das wieder normal. Und wir nennen das Bakterium Bacillae 2.0. Hier. So, willkommen bei Plug Inc. Das hatten wir alle schon, das kennen wir alle schon. Das können wir alles schon. Jetzt suchen wir uns mal. Wir haben das letzte Mal in Ägypten gestartet. Offenkundig hat das nicht so funktioniert. Wir nehmen jetzt einfach mal Spanien. Wir probieren das jetzt einfach mal in Spanien. BB 2.0 befällt Spanien. Okay, gut. Das klappt schon mal sehr gut. Ich hoffe, ihr habt euch meines letzten Videos hier in diesem Spiel zu Herzen genommen. Wir haben nach wie vor ein großes Corona-Problem und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Nur jeder einzelne von uns kann was dagegen tun. Und zwar tatsächlich, indem er einfach all das, was nicht notwendig ist, auch nicht tut, wenn er dafür raus muss. Der Brexit ist hier immer noch ein Thema. Also bleibt mit eurem Hintern auf der Couch sitzen, macht Homeoffice, macht was für, keine Ahnung, Schule, lernt was, macht was fürs Studium oder sonst was. Aber bleibt verdammt nochmal mit eurem Hintern zu Hause. Das ist nicht für alle möglich. Es gibt Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, so wie Lars und ich. Wir können das nicht, wir müssen raus, wir müssen zur Arbeit. Aber wenn ihr das könnt und wenn es eure Arbeit auch zulässt, sich vermeiden lässt, dann geht doch bitte nicht raus. So, jetzt wenden wir uns aber ein bisschen diesem Spiel zu. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen besser angehen. Also, Viehbestand. Information. Der Viehbestand anfällig gegenüber Infektionen erhöht Ansteckungs, vor allem in ländlichen Gebieten. Heiße Klimazone. Wir nehmen mal das hier. Das Bakterium ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ich möchte, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Also irgendwie hat das ja zuletzt nicht geklappt. Da waren die dann doch irgendwie schneller mit dem Heilmittel fertig als gewollt. Und gerade auch sowas wie Grönland und so, das war nicht infiziert. Das ist nicht annehmbar. Spanien ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um dich schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel eine Resistenz gegen Arzneimittel entwickeln. Spanien hat jetzt eine Arzneimittelresistenz, beziehungsweise hat jetzt ein Arzneimittel rausgebracht, das Infektionen so ein bisschen einnimmt. Dagegen können wir das tun, indem wir hier tatsächlich Fähigkeiten Arzneimittelresistenz entwickeln. So. Normalerweise geht das nicht so schnell, also die Mutation, die wäre jetzt nicht so schnell passiert, das wird jetzt hier innerhalb weniger Tage passiert sein. Aber egal. Das muss ja keiner wissen. So. Das Tolle ist, das Video hier ist jetzt auch gerade in Zeiten der aktuellen Corona-Krise relativ aktuell, also wir haben heute, was haben wir denn heute? Donnerstag. Donnerstag. Wir haben heute Donnerstag und es kommt Freitag quasi raus. Ich hoffe, das Video hätte nicht heute rauskommen müssen. Bin mir nicht mal sicher. Verrückt. Und tatsächlich noch eine Resistenz. Einfach, dass das nicht so schnell entdeckt wird jetzt. Da habe ich nämlich im Moment
wenig Lust zu. Globale Erwärmung. Heiße Länder werden heißer. Na, das bedeutet für uns eigentlich im Prinzip Folgendes. Wir können das Virus so ein bisschen hitzeresistent machen. Ach, das Virus, das Bakterium so ein bisschen hitzeresistent machen. Wir schauen einfach mal rein. Übertragung, die Fähigkeiten hier. Hitzeresistenz in heißen Temperaturen und Klimabedingungen entwickelt es eine Resistenz gegen. Na, das holen wir uns doch direkt mal. Ne? Wenn das eine relativ gute Resistenz hat, wir müssen jetzt einfach mal versuchen, mehrere Taktiken rauszufinden. Beim letzten Mal hat das ja echt nicht funktioniert. Um mehr über ein Land zu erfahren, kann man da draufklicken. Ne? Im Prinzip so. Dann erfahren wir hier so ein bisschen was. Russland hat noch einen ganz normalen Tag, Ukraine. So. Ach krass, man kann hier tatsächlich echt coole Grafiken sich anschauen. Apropos Grafiken, für die es interessiert, was gerade die Corona-Krise angeht, schaut auf der Seite vom Johns Hopkins oder von der Johns Hopkins Universität. Die haben da tatsächlich eine aktuelle, ziemlich aktuelle Grafik jeweils immer, wie das aktuell ausschaut mit den Infektionen etc. pp. Kann ich auch gerne unter dem Video verlinken. Muss ich mir jetzt nur dran denken. Mir ein Zettelchen machen. Sonst vergesse ich das nämlich. So. Und Hopkins. Da muss ich nur dran denken. Eurozone knapp vor zusammen. Politiker haben bestätigt, dass ihre Kurzsichtigkeit und ihre Ereignis zum so, der Euro steht kurz vor einem Kollaps. Interessant. So, wie ihr seht, es verbreitet sich relativ langsam, relativ schleppend. Im Vergleich zum letzten Mal, da hatten wir ja irgendwann eine schlagartige Explosion des Ganzen. Das möchte ich tatsächlich vermeiden, denn wenn sich das schlagartig verbreitet, dann haben wir nachher das Problem, dass wir selber dem nicht mehr Herr werden können. So meine ich das. No. Ja. In Polen ist eine schwere Überschwemmung. Na, das ist doch Europa. Fähigkeiten. Wasser, Kälte haben wir nicht. Da müssen wir auch tatsächlich noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt auch rausgefunden, was beim letzten Mal das Problem sein könnte. Warum Grönland zum Beispiel nicht das hier? Warum Grönland zum Beispiel nicht infiziert wurde? Ja? Wenn wir jetzt tatsächlich... Was für ein... Was hat das entwickelt? Anämie? Anämie. Oh, Blutarmut, okay. Ja, okay, das können wir jetzt erstmal so lassen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Infizieren sich immer mehr. Es gibt auch tatsächlich schon die ersten Toten. So, und jetzt werden wir hier mal eine Kälteresistenz hinzufügen. Das heißt, dass sich das auch hier in die südliche Region, in die nördlicheren Regionen ausbreiten kann. Ja. Wir haben bis jetzt tatsächlich auch nur... Guck mal, Portugal gibt es gar nicht. Ist da doch noch Portugal? Da ist auch Portugal da irgendwo. Portugal scheint da irgendwie außen vor gelassen worden zu sein. Aha, Frankreich ist jetzt auch infiziert. So, und hier ran können wir sehen, wie schnell das geht. War doch gar nicht so schnell. Ich dachte, das würde jetzt schneller gehen. Na gut, am Anfang dauert das immer relativ lange. Warte mal, in Spanien gibt es keine Toten. Wo gibt es denn die ersten Toten? Das ist auch in Deutschland angekommen. Warte mal, wo gibt es denn die ersten Toten? Das interessiert mich jetzt mal. Tatsächlich. Die ersten Toten. Kann man das sehen? Tote. Und das sehen irgendwo? Theotote gibt's. Steht nirgendwo.
Achso, das ist, wenn es ganz ausgelöscht ist. Okay. Verrückt. Verrückt. Ich muss damit tatsächlich noch klarkommen. Das Spiel ist mir tatsächlich noch ein kleines Rätsel, wenn ich ehrlich bin. So. Mal Schlafstörung. Gehen wir mal Schlafstörung. Schweres Erdbeben im Vereinigten Königreich. Beginn 2021. So, es verbreitet sich jetzt so langsam. Ne? Wir kriegen jetzt, wir haben jetzt demnächst die erste Million infizierte Personen. Jetzt 2600 Tote schon. So. Fähigkeiten, da schauen wir doch mal rein. So. Da hat das eine gute Ausbreitung hinbekommen. Jetzt wäre es halt tatsächlich nur gut, wenn es jetzt auch noch sich weiter ausbreitet, ne, über die Wege hier. Aber irgendwie scheint das noch nicht so ganz zu funktionieren. Bin noch etwas Tödlichkeit ist halt noch relativ niedrig. Die Ansteckungsgefahr ist sehr hoch. Die Schwere, ne, sieht man hier ganz gut. Hohe Ansteckungsgefahr, mittlere Schwere, Tödlichkeit ist relativ niedrig. Heilmittelanforderung ist natürlich hoch, klar. Das ist wie bei jeder guten Krankheit. Heilmittel werden natürlich gefordert. Also, wir warten jetzt noch mal ein bisschen auf ein paar mehr DNS-Punkte, um das jetzt noch so ein bisschen ein bisschen besser gestalten zu können. So, Amerika haben wir jetzt, glaube ich, schon mal. Ja, wunderbar. Schwere Überschwemmung in China. Das heißt, es ist jetzt auch auf dem nordamerikanischen Kontinent angekommen. Das ist gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall drei Kontinente, Europa, Asien und Nordamerika haben wir. Uns fehlt noch Südafrika. Afrika, der afrikanische Kontinent und der südamerikanische Kontinent und der australische Kontinent. Genau. So. Oh. Spanien. Da gibt es null Tote bisher. Das finde ich ja so ein bisschen verwunderlich, ne? Das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge. Ich glaube, ich muss tatsächlich doch nochmal hier die Kälteresistenz entwickeln. Ah, und warte mal. Was war das denn jetzt, was ich brauche, wenn ich auf dem kalten Klimazonen, Übertragung über Wasser, ne? Übertragung auf Schiffen. Ich brauche 10 DNA-Punkte dafür. Okay, gut. Das sollte jetzt aber gleich auch passieren. Wenn das hier jetzt schnell geht, dann sollte das ja jetzt auch gleich 10. So, jetzt komm. Okay. Machen wir das direkt mal hier darüber, bevor hier alle Häfen geschlossen werden. Gehen wir direkt mal darüber. Da gehen wir jetzt voll drauf. So, das erste Schiff scheint tatsächlich auch schon infiziert gewesen zu sein. Spanien arbeitet am Heilmittel. Na gut, auch nicht verkehrt. Heilmittelproduktion. Voilà, da ist
Kalenderbenachrichtigung. Dass jetzt gleich ein Video rauskommt. Ja. Tatsache, dass jetzt gleich ein Video rauskommt. Hättet ihr gedacht. Wer hätte es gedacht?